Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind mit Kasumi, unserer neuen Gefährtin, auf Bekenstein. Dort hält ein, ja, ich weiß gar nicht, ein böser Bube hält dort eine große Feier. Und Kasumi möchte etwas stehlen, und zwar irgendwie so einen, ich weiß gar nicht, Gedankenchip von einem, tja, ihrer ehemaligen Gefährten. So, genau, das ist Kasumi, ihr erinnert euch. Hehe. Du hast irgendwie ganz schön stechende Augen, meine Süße. Naja, so oder so, ihr Lieben, auf Bekenstein haben wir, und da war ich in der letzten Folge nicht ganz sicher, als nämlich der böse Bube gesprochen hat, hatte ich ganz kurz den Eindruck, als wäre Janna Parasini dort. Da war ich dann so überrascht. Ich hab's mir jetzt aber nochmal angeguckt in der Aufnahme und bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Janna war. Und nachdem ich rumgelaufen bin, habe ich sie auch nirgends mehr entdeckt. Also möglicherweise habe ich mich da irgendwie, tja, getäuscht. Egal, wir müssen in den Tresorraum und dazu müssen wir zuerst mal eine Stimmprobe von dem bösen Buben. Ich weiß gar nicht, wie heißt er denn, ist ja aber auch Schnuppe. Also die Stimmprobe besorgen, das haben wir bereits getan. Dann müssen wir noch eine genetische Probe finden, genau von ihm. Dazu müssen wir in seine Privaträume, haha. Und dann müssen wir noch eine kinetische Barriere erledigen. So. Dann kommen wir nämlich in den Tresorraum. So, wir haben hier die Sicherheitsleute erschossen. Ich hoffe mal nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Negativen. So, wie sieht's denn aus hier? Haben Sie schon gehört, dass Santiago angegriffen wurde? Auf seiner eigenen Basis? Ja. Wirklich? Von wem? Said Massani, man stelle sich vor. Zum Glück ist Vido entkommen. Tja, wir waren das. Und dummerweise ist er entkommen. Der Vido. So, mal gucken. Jetzt gucke ich doch noch mal nach Janna. Haben Sie den Wein schon probiert? Ich muss sagen, mit das Beste, was ich je Nee. getrunken habe. So, Ich wüsste zu da ist der gerne, wo Donovan. wir Ach ihn her genau, hatten. Hock heißt er, der Typ. Aber mit dem Geschäftlich quatschen wir jetzt erreichen. nicht nochmal. Jetzt ist die Frage, zwei Dinge, wie gesagt, müssen wir noch machen. Ach, jetzt gehen wir erstmal, genau, wir wissen, wo seine privaten Räume sind. Da gehen wir jetzt hin und suchen mal eine genetische Probe. Das war irgendwo hier so, seine. Genau. Das war hier. Seine privaten Räume. Da steht ja unglücklicherweise diese Sicherheitswache. Aber Kasumi sagte, wir sollen einfach so tun, als hätte uns die Sicherheitschefin geschickt. Okay. Mr. Hawks Ich Privaträume sind für weiß. Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Genehmigung. Ich habe eine Freigabe und darf hinein. Mit wessen Genehmigung? Chief Row, genau. Chief Row, das ist die Sicherheitschefin. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass er uns das abnimmt. Ich habe die Genehmigung von Chief Row. Okay, eine Sekunde. Oh. Chief Row, Samuels, haben Sie eine Zutrittsgenehmigung für Mr. Hawks Privaträume erteilt? Sie dürfen rein, Samuels, und belästigen Sie mich nicht mehr. Ah, Kasumi, danke. Verstanden. Entschuldigen Sie die Störung, Ma'am. Okay, Sie können reingehen. Genießen Sie die Party. Ja, mach ich, natürlich. So, dann also mal rein da. Dann werden wir mal gucken, ob man hier guckt mal. Da, also ist diese Party da unten, das sieht irgendwie, naja, landschaftsmäßig finde ich es jetzt nicht so attraktiv. Ich hätte mir mein Haus woanders hingebaut, kann ich euch aber sagen. Da sieht da alle mögliche Kunst hier. So, da läuft überall Wasser runter, guckt mal. Da läuft Wasser runter. Ach Gott, wie geschmackvoll. Guck ich da rein? Nein. Okay, dann eben da. Jetzt hoffen wir mal, dass wir im Schlafzimmer Suchen Sie nach allem, wo sich verwertbare DNS befinden könnte. Aber bitte schnell und leise. Genau. Also sie hat mir quasi schon abgenommen, was ich sagen wollte. Couchkissen, Pflanze. Pflanze nach DNS durchsuchen. Na, da werde ich DNS finden, aber wahrscheinlich eher von dem Gärtner und von der Pflanze selber. Sauber. Das ist eine Pflanze. Ja, danke. Okay, gut. Dann werden wir uns hier mal umgucken. Da ist eine Menge Zeug. So, Couchkissen. Aha. Was gefunden? Nö. Nein, nur ein Credit. Na, siehst du. Aschenbecher ist gut. Raucht der? Dass da noch. Naja, der Unbekannte raucht ja auch. Keine DNS, aber. Hawk hat anscheinend versucht, Cagey's Greybox zu knacken. Offenbar übersieht er irgendwas. Bisher hat er die Verschlüsselung noch nicht geknackt. Genau. Keiji, das ist der ehemalige Kumpan von Kasumi und diese Greybox, das ist das, was ich so als Gedankenchip bezeichnet habe. Leer. Schade.
Ein Zigarettenstummel wäre zu schön gewesen. Naja, vielleicht raucht er ja nicht. Weinglas? Ist es gebraucht? Keine besonders tolle Speichelprobe, aber dennoch verwertbar. Na, siehst du wenigstens ein bisschen. Brauchen wir mehr als das. Ach, Mensch. Gut, komm, wir gucken noch mal so ein bisschen. Ah, jetzt schaut mal. Von hier aus sieht es jetzt doch schon attraktiver aus. Da drüben ist eine Riesenstadt. Hallo, ihr da drüben. Da stehen sie alle rum. Ob die uns wohl sehen? Keine Ahnung, so. Kissen, Wecker, Kissen, wo ist das Kissen? Kissen. Keine Haare, keine Hautschuppen. Die Putzfrau muss wohl ziemlich gründlich sein. Ja, genau das ging mir, sowas ging mir gerade auch durch den Kopf. Zeit zum Aufstehen. Oh. Sir. Okay, also dann. Wo finden wir DNS? Antike Waffen. Den Wandsafe? Genau. Holen wir uns mal die Kohle. Juppie. Tadam, ba, 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 ba. So, das da, das da. Das da, das da. Na, so, das da. Das da, das da. 7800 Latschos, ja. Perfekto, her damit. Okay, und jetzt antike Waffen, da ist aber gar keine drin. Die Putzkräfte wagen es nicht, solche Schätze zu berühren. Ah, doch. In dem Staub finden wir bestimmt Hautzellen. Möglicherweise sind sie kontaminiert. Wir sollten eine weitere Probe suchen. Ach Mensch, Kasumi, du bist lästig. Das sind Riesenschwerter. Ich habe das zuerst für die Halterungen gehalten, aber ganz offensichtlich ist dies ein Riesenschwert, eine antike Waffe. Da ist noch mehr Zeugs. Tastatur ist gut. Für Tastatur sollten wir doch was finden, oder? Was hat denn der für eine Putzfrau? Komm, Tastatur. Holographisches Terminal. Ach, shit. Hier ist nichts zu finden. Ja, blöd, Leute. Datenpad hier vielleicht? Okuda-Entschlüsselung, Projektupdate. Es gibt nicht viel zu berichten. Wir haben es mit Wörterbüchern in 4800 galaktischen Sprachen versucht. Die Recherchen über Okudas Familie haben auch nichts gebracht. Es ist unwahrscheinlich, dass wir mit dem Zufallsprinzip etwas erreichen. Wenigstens nicht zu unseren Lebzeiten. So wie die Greybox-Technologie funktioniert, könnte es sogar sein, dass der Entschlüsselungscode überhaupt kein Passwort ist. Es könnte eine Erinnerung sein, ein Gefühl, sogar ein Geruch. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich schlage vor, wir beschäftigen uns mit Alternativmethoden zum Knacken der Sicherung der Box. Also, haben Sie diese Greybox noch nicht knacken können? Was immer die da suchen, das hat Kasumi uns ja nicht verraten. Wahrscheinlich finden wir Hox DNS auf seinem Datenpad. Er scheint davon geradezu besessen zu sein. Das müsste ausreichen. Ah, wunderbar. Nichts wie raus hier. Dankeschön. So, dann haben wir hier, glaube ich, haben wir hier jetzt schon alles? Sieht mir mal aber gerade so aus. Yep. Okay. Also dann wieder raus. Jetzt müssen wir noch irgendwie diese kinetische Barriere, die müssen wir noch ausschalten. Da weiß ich noch nicht, wo sie ist. Ich sieh's aber in der letzten Folge, als wir unten im Tresorraum waren, dass wir da irgendwelchen Leitungen folgen sollen. Ich wusste gar nicht, dass kinetische Energie in Leitungen läuft. Komm, mach auf. Meine Güte, dauert das lange. Hallo? So. Tja. Ob wir einfach nochmal runtergehen, um zu gucken, wo diese kinetischen Leitungen herkommen? Schade um Horizon. Ja, ja. Da war was. Schade, dass sie nicht schon früher verschwunden ist. Hätte der Firma jede Menge Geld gespart. Tja. Datenpad lesen? Haben wir doch schon, oder? Ja, haben wir schon. Ja, das haben wir schon. Da gibt es welche, die auch was vorhaben. So, wo geht's denn runter in den Tresorraum, Leute? Hawk weiß wirklich, wie man eine Party gibt. Stimmt. Ah, Statue ziehen. Ich bin nicht ganz mit dem Niveau einiger seiner Gäste einverstanden. Naja, ob dein Niveau so viel besser ist, ist mal eine andere Frage. Komm her. Sekunde. Was passiert? Hallo? Ah, damit wunderbar. Müsste die Barriere erledigt sein. Ja, sehr schön, dann haben wir alles. Wunderbar. Ich wäre sonst nämlich runtergegangen und hätte mal diese kinetischen Leitungen, die da liefen. Die liefen nämlich hier. Da laufen sie. Hätte die mal versucht, irgendwie zu verfolgen. Aber ich glaube, da wären wir gar nicht weit gekommen, oder? Geht hier dann doch irgendwie in den Boden. Egal, Kasumi, wo bist du denn jetzt? Sicherer Fahrstuhl. Die Barriere ist unten. Aha, perfekt. So, dann erstmal den DNS-Scanner. DNS-Identifizierung bestätigt. Willkommen, Mr. Hock. Hallo. So, dann haben wir das. Mikrofon benutzen, dann werden wir jetzt hier noch was reinquatschen. Das Passwort haben wir, glaube ich, auch. Erforderlich. Mhm. Da
Perugia. Akzeptiert. Willkommen, Mr. Hock. Okay, so. Kazumi, können wir da jetzt rein? Ich find's immer so ein bisschen schade, dass man die Gefährten unterwegs nicht anquatschen kann. Naja, ist egal. Komm her, also jetzt. Denke ich mal, dass wir da rein können. Ich kümmere mich um die Überwachungskameras. Gehen Sie vor und ziehen Sie sich an. Genau. Wir haben hier unsere Ausrüstung eingeschmuggelt. Hier in diese Sarenstatue. Weil bislang haben wir ja, glaube ich, bloß eine leichte Pistole dabei. Halt, tschüss, Kazumi. Ciao, ciao. Ich frage mich nur, ob das nicht auffallen soll. Gut. Ah, wunderbar. Guckt mal. Unsere schöne Orangenrüstung. I love it. Yeah. Naja. Ich weiß gar nicht, warum dieses Spiel so einen Rotstich hat. Das ist unglaublich. Oder liegt das an meiner Aufnahme? Ich glaube aber nicht. Nimmt das Spiel ja auch nicht anders auf als andere. Wie du wohl ohne diese Kapuze aussiehst, Kazumi? So, jetzt wollen wir mal schauen. Was habe ich denn an Waffen? Schrotflinte, Präzisionsgewehr. Oh, ich liebe dieses Präzisionsgewehr. Und was hast du? Warte mal, zurück. Zurück. Hallo, Kazumi, was hast du? Lass mal gucken. Handkanone. Was ist denn mit der Shuriken? Wieso ist die ausgegraut? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir wollen mal hoffen, dass wir die Waffen haben. Oh, ist da der David von Michelangelo? Da, der Herr mit dem abgebrochenen Bein? Ah, ein Kunstsammler. Kroganer? Das ist also Hocks Tresorraum. Sehr hübsch. Mhm. Dieser Scanner spürt die Greybox auf. Sie ist ganz in der Nähe. Okay, wir gucken uns hier trotzdem erstmal um. Das ist wirklich Michelangelos David. Ich glaube, ich bin. Kommen wir. Oh, Rachni-Königin. Komm, wir untersuchen das Zeug jetzt mal. Michelangelos David. Also. Wow. Ja. Meinen Sie, wir würden das durch die Tür bringen? Nein, wohl eher nicht. Glaube ich nicht. Wen haben wir hier? Irgendeinen Kroganer. Ja, die Gearbox. Oder Gearbox. Greybox, die ist irgendwo anders. Aber hat auch noch irgendwo eine Rachni-Königin. Komm, wir gucken uns hier erstmal um. Wer bist du? Hock hat wirklich Geschmack. Das muss man ihm lassen. Naja. Der steht offensichtlich auch ein bisschen auf Kroganer. Das gucken wir uns jetzt an. Da ist die Rachni-Königin. Schau mal an. Eine Rachni-Königin. Naja, es gibt eben für alles Liebhaber. Naja, aber mal ganz ehrlich. Ich fand die Rachni-Königin offen gestanden sympathisch. Also zumindest die, die wir kennengelernt haben. Proteanische Statue. Sieht aus wie eine quarianische Inschrift. Wow. Das muss ziemlich alt sein. Wann haben die Quarianer zum letzten Mal was auf einen Stein geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Ägyptische Statue, proteanische Statue, hallo. Ja, ich höre das ja. Das ist beeindruckend. Keine Ahnung, was es sein soll. Ich würde es für einen Kristall halten, oder? Kopf der Freiheitsstatue, ich glaube, ich spinne. Aber das, wo ist die ägyptische Statue? Kopf der Freiheitsstatue? Ich halte es nicht aus. Wie ist Hock denn an den Kopf der Freiheitsstatue gekommen? Tja, die Frage ist... Wahnsinniger! Die Frage ist, ob das Repliken sind oder ob die echt sind. Ich könnte dafür immer noch einen guten Preis erzielen. Sogar außerhalb der Allianz. Asari geraten wegen sowas total aus dem Häuschen. Echt? Was haben denn die Asari mit den Ägyptern zu tun? Hier haben wir auch noch was. Greybox. Und wenn wir erstmal dieses... Casa Fabrication? Das ist eine Casa Locust. Oh, Casa Locust. Nein, die Casa Locust. Was ist das? Eine Waffe? Die Waffe, mit der zwei Präsidenten erschossen wurden. Großartig. Na toll, ganz toll, wirklich. Nehmen wir das jetzt mit, oder wie? Ich hätte sicher nichts dagegen, wenn wir uns die ausbauen. Also gut, wir nehmen das sie mit. Das könnte nützlich sein. So, relativ viele können mit dem Ding schießen. Tja, wir nehmen es mal an. Aber... So, jetzt pass auf, wir nehmen die Greybox noch nicht. Wir gucken hier erstmal noch durch. Man hat das Gefühl, seine Augen würden einem folgen. Gruselig. Das sind relativ viele Kroganer-Statuen. Turianische Statue, Skulptur. Ah, die Turianer, ne? Das ist Sieht spannend. Sieht nicht besonders aus. Ja. Könnte aber eins der wertvollsten Stücke hier drin sein. Mhm. Turianische Kunst ist außerhalb von Pelevin sehr selten. Aus gutem Grund, würde ich sagen. Tja. Spannend, so, da gibt es medizinische Stationen. Nehmen wir die Kohle mit. Statue, untersuchen, Kreatur, ich halte es nicht aus. Das ist hübsch.
irgendwie entspannt. Ja, absolut. Nochmal eine Kreatur. Wow. Man stelle sich vor, sowas kommt in einer dunklen Gasse auf einen. Tja, Leute. Und hier haben wir ganz definitiv ein Easter Egg entdeckt. Das ist, ne? Ihr wisst's. Ihr wisst's, das ist aus Dragon Age. Juhu. Ich glaub's nicht. Ehrlich. I love it. Easter Egg. Turianisches Schiff, ist aber klein. Ein Modell der Kara. Das ist sowas wie eine turianische Titanic, habe ich gehört. Ah ja. So, ich glaube, dann sind wir hier rum. Werden wir uns jetzt die Greybox holen. Darüber kommen wir nicht, oder? Nein, keine Chance. Okay. Steintafeln. Warte mal, Steintafeln? Ach doch, nee, haben wir ja auch schon. Genau, dann nehmen wir jetzt die Greybox. Oh mein Gott. Da ja, von wegen Nervenchip oder Gehirnchip. Wie man, das kann man sich ja wohl kaum ins Hirn pflanzen, oder? Machst du jetzt eine Kopie oder nimmst du das Ding mit? Bemühen Sie sich nicht, Miss Goto. Ach nee, komm. Ein Codeschloss. Scheibenkleister. Ich hatte schon an der Tür den Verdacht, dass Sie es sind. Und dass Sie es dann bis hierher schaffen würden, war klar. Sie kennen mich. Ich enttäusche andere nur ungern. Ich brauche den Inhalt Ihrer Greybox, Kazumi. Und Sie wissen, dass ich Sie dafür auch töten würde. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend, das muss ich zugeben. Sie sind in meinen Tresorraum eingedrungen, als hätte er offen gestanden. Nö, ich schieße jetzt nicht. Wir gucken, was passiert. Trotzdem werden Sie schreiend sterben. Genau wie Ihre Begleitung. Okay. Versuchen Sie es ruhig. Ja, genau, versuch's. Das heißt, wir müssen jetzt kämpfen. Jetzt kommen Ihre ganz besonderen Talente ins Spiel, Shepard. Ziehen wir es durch. Genau. Danke, dass ich... So, was passiert da jetzt? Was habe ich denn hier überhaupt in der Hand zum Schießen? Ach was, komm, wir machen mal hier... Schilde sind unten. Jeski, bitte in Deckung. Ja, ich glaube, dass ich mal gleich die andere Waffe nehme hier. Präzisionsgewehr. Und dann machen wir hier auch mal eine Runde Eis. So, die kommen offensichtlich nur von einer Seite. Ja. Hoffe ich zumindest mal, dass sie nur... Oh, da ist Chief Rowie. Komm her, Rowie. Geh in Deckung, Jess. Schießen die noch von irgendwo anders? Nee, die schießen bloß von der Seite. Da kommen jetzt aber, jetzt kommen sie aber dann doch. Oh, eine, meine Güte, aber auch. Komm her, Chiefy. Oh, mir ist meine Kollegin. Komm her, Kazumi. Eine Runde heilen. Ich habe ein bisschen. Ich habe so den Eindruck, als würde ich jetzt hier nicht ganz den optimalen. Wo sind die denn? Wo schießt's denn? Ich glaube, ich muss mal hier so ein bisschen den da ausschalten. Ah, da kann ich ja weiter. Geh in Deckung. Komm her. Ihr fliegt einfach jetzt eine Runde. Was? Du wolltest nicht fliegen? So. So, wir machen jetzt auch mal das Schild. Wir haben bloß doch den... Ah, schau mal an. Komm her, Freund. Und tschüss. Überprüfe die Baupläne. Im Osten befindet sich ein Landeplatz. Nichts wie raus hier. Ja. Joker, hierher mit dem Shuttle. Sofort. Okay, jetzt müssen wir flüchten. Vorher will ich aber gucken, ob es hier noch irgendwo Munition für meine einer gibt. Haha, her damit. Das war mal wieder ein unorthodoxer Kampf. War das alles an Muni? Nee, da auch noch. Okay, dann wird uns ja wohl noch ein bisschen was erwarten, befürchte ich. Noch mehr Muni? Ah, da könnte ich eine Ausrüstung wählen, aber ich lasse das jetzt mal gerade so, wie es ist. Okay, also mehr Munition hat es da nicht. Dann nehme ich jetzt vielleicht mal die Handkanone. So, Kazumi, du schießt mit was du auch immer schießen magst. Und dann gehen wir hier mal weiter. Wir lassen die Ausrüstung, wie sie ist. Dann noch eine... Nee, keine Munition mehr. Okay, also dann wird es wohl hier weitergehen. Die stellen uns mal wieder so ein bisschen an die Seite. Wir wissen ja, dass da gerne Feinde auf uns warten. Lauf, Jeff, lauf. Tschüssi. Feinde gesichtet, ja. Aber das nützt dir gar nichts.
Oh, da kommt... Oh. Gut, dann nehmen wir mal wieder unsere Lieblingswaffe. Warte mal, kannst du Überlastung machen, Kasumi? Mach mal. Geh in Deckung. Komm her. Und wieder in Deckung und nachladen. Geh auf Tauchstation, das ist eine gute Idee. Ich finde ja sowieso, Kasumi, dass du nicht unbedingt hier in der Gegend so blöde rumstehen musst. Du kannst dir auch Deckung suchen, oder? Komm her. Oh, was liebe ich diese Waffe. Man muss natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich nicht mehr allzu viel Munition. Komm her. Dann haben wir dich auch gleich. Yes. Oder? Komm. Explodierst du jetzt? Aufpassen. Ja, ich weiß. Geh in Deckung. Na und, explodierst du? Ja. Jonas. Zu cool. Okay, also dann. Jetzt hoffe ich mal, dass hier irgendwo Munition rumliegt. Geh in Deckung. Okay. Man sieht jetzt nicht allzu viel. Komm her. Ich habe auch eine Barriere an. Das ist gut. Da vorne liegt auch Munition. Dann machen wir erstmal dich, oder? Ja, dann haben wir dich zerstoben. Wo ist denn jetzt der Frontkämpfer hier? Kasumi, wo bist du eigentlich? Irgendwo muss doch der Frontkämpfer sein. Komm her. Du schmeißt wieder irgendwie mit Granaten in der Gegend rum. Gut, wir wechseln die Waffe. Augen nach rechts. So, wo ist er denn jetzt? Ach komm, wir machen einfach diesen da. Habe ich ihn erwischt? Sieht mir fast so aus. Komm her. Oh, Kasumi, du bist eine coole Motte. Mal kurzerhand hinter ihm aufgetaucht. So. Können wir denn speichern? Und wenn wir speichern können, ist das... erledigt mit dem Kämpfen hier. So. Das war eigentlich sehr munitionsintensiv. Ich hoffe, ich finde noch welche. Her damit. Drüben liegt auch noch welche. Her damit. Sie sind aus dem Tresorraum raus. Festsetzen. Kommen da jetzt noch welche? Verdammt! Wir müssen einen anderen Weg finden. Die haben das Dock zugemacht, wenn es denn ein Dock ist. Also zumindest diese Tür hier. Ist das alles, was man hier an Munition findet? Dann will ich mal hoffen, dass da jetzt nicht mehr allzu viel an Feinden auftauchen. Ich denke, wir spielen, bis wir hier raus sind. Also außer, das geht hier jetzt noch kilometerweit. Da laden wir auch mal nach, damit wir hier volle Pulle haben. Werden wir bestimmt noch brauchen. Gott, was bin ich froh, dass ich dieses... Also da muss ich meinem Festplattencrash ja wirklich dankbar sein. Warte mal, ist es der Waffenspin? Da muss ich meinem Festplattencrash wirklich dankbar sein, weil ich hatte mich, habe ich ja schon gesagt mal, in meiner ersten Aufnahme für das Sturmgewehr entschieden und das fand ich reichlich öde. Dieses Präzisionsgewehr ist jetzt echt der Hammer. Ganz coole Waffe. So, dann geht's wohl hier weiter. PDA hacken. Machen wir natürlich. Gibt's wieder Kohle. Starte hacken. Und weiter noch irgendwo. Komm schon. Wo bist du? Da kommst du. Und yes! Kika-Kohle. Vielleicht können wir uns dann demnächst endlich auf Tuchanka diese biotische Verstärkung holen. Da war ja noch eine Mod, die man holen konnte. So, hinter Türen ist meistens unangenehme Überraschung. Vor allem ist da Munition. Das ist allerdings eher eine angenehme. Noch mehr Muni irgendwo? Sieht mir nicht so aus. Es hätte jetzt ruhig noch ein bisschen mehr sein können. So, gehen wir mal in Deckung. Ja, siehst du, dachte ich mir. Komm mal her, wir versuchen mal, dich zu hier eine Runde fliegen zu lassen. Da ist noch einer. So, komm her. Auch ihr fliegt jetzt.
Komm her. Oh, wo ist denn jetzt schon wieder hier meine Dings? Mein Eis. Oh. Das ist jetzt nicht fein, dass die hierher fliegen. Oder? Also das ist ja noch wirklich nicht nett. Außer ihr lasst mir hier direkt Muni fallen. Okay, Entdeckung. Upsala. Ja, ja, wir werden euch schon kriegen. Komm her, flieg. Fliegst du dann auch direkt zu mir? Offensichtlich. Das scheint keine gute... Lauf. Geh in Deckung. Wo ist denn der jetzt? Nachladen. Kein Kontakt. Komm da nicht hin. Aber ich? Hihi. So, Hamon. Bin mir noch nicht sicher. Habt ihr mir vielleicht hier Munition fallen lassen? Nö, haben sie nicht. Fies, fies, fies. Aber das wird doch noch bestimmt nicht alles gewesen sein hier. Da ist doch noch irgendwo was. Auf der rechten Seite. Genau, da ist noch ein... Oh, ja, 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 ja. Okay. Instabile Tanks. Wo? Schieß. Jazz, wieso schießt du denn jetzt nicht? Wo sind denn jetzt die instabilen Tanks? Jetzt sind sie weg. Komm, auch... Warte mal, mit euch machen wir mal Überlastung. Ah, da ist eine... Granate, die gerade mal so auf mich flog. Nicht fein. So, komm her. Wo sind denn die instabilen Tanks? Ah, da sind sie. Warte mal, kann man die irgendwie, die instabilen Tanks? Mit Überladung? Nee, kann man nicht. Oh, Kazumi, du bist aber... Genau, dann durfte ich jetzt nicht auf die instabilen Tanks. Jetzt habe ich hier diese andere Waffe. Und wenn ich eine andere Waffe nehme, die ich noch nicht hatte, dann ist immer mein Eis weg. Aber erledigt. Wunderbar. Gut so. Jetzt gucken wir uns hier noch eine Runde um. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Muni finden. Ah. Ersatzteile öffnen. Credits. Medizinkit nehmen wir auch mit. Brauchen wir ja wieder eins. Massenbeschleuniger. Fertigungskanone. Auch schön. So haben wir ein Loch geschossen. Ja, das ist ja cool. Das hat gereicht. Ja, wo ist mein... Da ist das Platin. Nichts Rechtes. Ob der jetzt gleich kommt? Wahrscheinlich. Da ist endlich mal Munition, ey. Geizgraben, dieses Spiel. Wirklich. Wo ich doch immer so viel Munition brauche, aber... So, da können wir runter. Ersatzteile bergen. Das machen wir natürlich noch. Komm her. Gut, okay. Dann flüchten wir mal hier rum. Ich könnte mir vorstellen... Ah, da ist nochmal Munition. Tötet Allison Gunn und bringt das andere Mädchen zu mir. So. Ja, ja, macht ihr das mal. Oh, das ist ja gar nicht schlecht, dass diese Waffe. Ah, da ist wieder ein Mech. So, Kazumi. Ah, sie hat schon Überlastung gemacht. So, wo ist denn jetzt der Dicke? Würdest du bitte wieder in Deckung gehen? So, machen wir mal eine Runde. Komm, komm, geh in Deckung jetzt. Keine gute. So. Wir schießen dieses Gewehr, ist echt klasse. Du gehst mir auf die Nerven, ey. Du gehst mir auf die Nerven. Dich haben wir gleich. So, bist du eine Runde vereist? Ja, so, aber doof, ne? So, wirst du jetzt explodieren. So, dann haben wir auch, da ist noch ein Schläger. Upsala. Haben wir alle? Keine, ja, wir haben alle. Also, diesen Hinweis mit dem Speichern finde ich wirklich gut. Gibt es hier noch irgendwas zu finden? Sieht mir aber nicht so aus. Es ist unglaublich, wie schnell man diese fetten Mechs da runter hat mit diesem Gewehr. Also unglaublich. So, jetzt will ich mal hoffen, dass unser Shuttle da ist. Oder müssen wir uns noch mit dem Hook selber auseinandersetzen? Würde ich nicht ausschließen. Da ist Munition. Gut so. Die holen wir uns auch gleich.
Geben Sie auf, Kazumi. Okay. Sie wissen doch, was mit Ihrem Jüngerchen passiert ist, als er sich aufgelehnt hat. Reden Sie nicht so über Keiji. Sie Mörder. Komm da nicht hin. Ja, ja, macht nichts. Wir haben eine ganz gute... Genau, ganz gute Deckung hier. Da ist noch ein Schütze. Ach, das bist du, Kazumi, Mensch. Wir laden nach. Sind denn das jetzt alle? Sieht mir noch nicht so aus. Gut, wir sollten vielleicht... Ah, verflixt, voll reingelaufen. I don't believe it. Das war wieder Kazumi. Wo ist denn jetzt die Frontkämpferin? Da kommt sie. Ja, ja, komm du auch mal. Komm her, Mädchen. Komm schon. Das hat sicher wehgetan. Ja, das glaube ich auch. Wo ist sie denn nun? Da liegt sie. Ist sie schon tot oder ist sie noch nicht tot? Tja, man weiß es nicht so genau. Sie ist tot. Okay, also dann her mit der Muni. Ich will jetzt mal hoffen, explosive Kiste, ja gut. Gut zu wissen, die hätte man natürlich auch wieder mit in den Kampf. Das geht aber ganz schön ab hier, oder? So, wo muss ich denn eigentlich hin? Diese Richtung. Okay. Vorher kurz umgucken, Tür öffnen. Da gibt es noch irgendwo ein... Toter Söldner untersuchen. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Ah, Tech-Schaden. Ja, perfekto. Medizinkit. Nehmen wir wieder die Kohle mit, oder? Genau. Sonst noch irgendetwas hier, bitte? Also die Toten haben oft, finde ich, coole Geschenke für uns. Die haben relativ häufig irgendwelche Tech-Schaden oder sonstige Geschichten, also halt Mods dabei. So, ich könnte mir... Das war mir doch klar. Wo ist er? Wo ist er, der Hock? Er will es selbst erledigen. Dann gehen wir mal in Deckung. Irgendwo muss er ja sein. Ja, blast du uns den Arsch weg. Das ist gut. So, wo ist denn jetzt hier? Komm her, Frontkämpferin. Wo ist der Hock? Wo ist denn der Hock? So, wir machen mal vorsichtshalber unsere Barriere. So. Und fliegt eine Runde. Also was Kazumi da macht mit diesem Angriff, das finde ich ziemlich cool. Okay. Die Frage ist, wo ist der Hock? Da hinten? Oh, geh in Deckung. Ja, geh in Deckung. So. Ah. Natürlich. Nein, das war jetzt doof. Das muss jetzt nicht sein. Nehmen wir mal das Platin mit. Ah, Munition. Da kommt hier. Das ist ein Techniker. Komm her. Die Schilde, die nützen dir nicht allzu viel, meine Süße. Ja, ja. Tschuck. Hinüber. Wo ist der Schläger? Da ist Kazumi. Komm her, Freund. So. Hihi. So. Ob ich da hochkomme? Geht das? Ja. Wunderbar. Dann bergen wir mal die Ersatzteile. Da ist Munition. Leider Gottes liegt hier nicht allzu viel Munition rum. Nehmen wir das Platin auch mit. Da noch irgendwas? Da habe ich doch gerade was gesehen. Eclipse auf ewig. Ja, Eclipse auf ewig, genau. Wenn du der Meinung bist, dann eben Eclipse auf ewig. Ja, wir haben Gesellschaft.
Sie sind durch meine Schilde durch. Das macht nichts. Deine Schilde sind auch gleich hinüber. Und tschüss. Das ist so schön, wie die fliegen. Komm, wir warten, bis sie gelandet ist. Und dann erschießen wir sie. Hast du mir Munition gedroppt? Ja. Dann holen wir uns die. Her damit. Wo ist denn jetzt der Donovan Hock? Verflixt du ihn aber auch? Ich nehme mal kurz die andere Waffe. Mach wieder meine Barriere an. Eine längere Folge hier. Nein, entschuldige bitte, Kazumi. Ja, ich weiß, du hast recht, das war auch keine Absicht. Da wollte ich dich eigentlich, ach, da waren wir ja schon, da wollte ich dich auch eigentlich gar nicht hinschicken. PDA-Zugriff. Na gut, dann greifen wir zu. Tür. Haben wir denn jetzt alles hier mitgenommen? Was ist hier so zum Mit... Oh, gespeichert. Ja, wunderbar. Na gut, dann gucken wir uns nochmal in Ruhe um. Da hast Munition. Her damit. Ja, perfekto. Komm und hoch. Noch mehr irgendwo, Muni? Sieht mir nicht so aus. Okay, also dann. Wo ist jetzt dieser Mr. Hawk? Lagerkiste. Öffnen wir gerne. Credits. Da ist die Tür. Okay, aber ich denke, ihr Lieben, da werden wir morgen durchgehen und gucken, was uns dann da hinten erwartet. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis morgen dann. Tschüss.